In diesem Video zeige ich einmal die Integration mit Hilfe der Substitutionsregel für dieses Integral. Hier ist Integral über 2x² durch Wurzel aus 1 plus x hoch 3 dx. Um das Ganze zu machen, schreiben wir einmal die Funktion, die wir integrieren wollen, noch einmal hin. Wir wollen bestimmen das Integral über 2x² geteilt durch Wurzel aus 1 plus x hoch 3 dx. Und die erste Frage, die man sich stellt, ist natürlich, wie soll die Substitution aussehen? Und da ist es so, das, was unter der Wurzel steht, 1 plus x hoch 3, ist das, was uns schon so ein bisschen stört. Wenn wir außerdem noch scharf hingucken, ist die Ableitung von x hoch 3, ist irgendwas mit x². X² haben wir im Zähler stehen, da können Sie also was wegkürzen. Das heißt, wir könnten es einfach mal probieren mit einer Substitution u gleich 1 plus x hoch 3. Und wenn wir das so wählen, dann bestimmen wir die Ableitung von du nach dx. Also wir leiten jetzt diesen Ausdruck 1 plus x hoch 3 nach x ab. Das ist dann 3x². Das Ganze lösen wir auf nach dx. Das heißt, dx ist gleich 1 durch 3x² du. So, und wenn wir das haben, dann führen wir einmal die Substitution durch. Das mache ich einmal als Nebenrechnung quasi, für den Fall, dass bei der Durchführung der Substitution, dass man da mehrere Schritte braucht, damit wir das formal sauber hinbekommen. Deswegen mache ich das einmal extra, also Durchführung der Substitution. Das ist so aus 2x² durch Wurzel aus 1 plus x hoch 3. Dx ist gleich so, jetzt 2x², lassen wir es mal stehen, geteilt durch Wurzel aus, den Ausdruck unter der Wurzel, das ist ja 1 plus x hoch 3, das ist ja genau das, was wir substituieren wollen durch u, das heißt, da steht jetzt entsprechend Wurzel aus u. Dann müssen wir das dx noch substituieren, also dieses dx müssen wir durch diesen Ausdruck hier ersetzen, das machen wir einmal, das ist also 1 durch 3 mal x² du. Und an der Stelle sehen wir schon, dass da praktischerweise sich was rauskürzt. Dieses x², dieses x² fällt weg. Das heißt, wir sind jetzt mit unserer Substitution auch schon durch, müssen da nichts weiter ändern und können dann zur Integration übergehen. Damit gilt, dass das Integral, das gesuchte Integral von 2x² durch Wurzel aus 1 plus x hoch 3 dx, dass das das gleiche ist wie das Integral von, und jetzt nehmen wir die substituierte Funktion, da haben wir 2 durch 3 mal 1 durch Wurzel u du. Jetzt können wir die 2 Drittel, die hier, die können wir einmal vor das Integral ziehen. Dann steht da 2 Drittel mal Integral von. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch das 1 durch Wurzel u umschreiben in Exponentialschreibweise. Wurzel aus u ist u hoch 1 halb, weil das aber 1 durch ist, kommt ein negatives Vorzeichen davor. Das ist also u hoch minus 1 halb du. So, und praktischerweise können wir da jetzt unsere Regel für die Potenzen, für die Exponenten anwenden. Das heißt, die 2 Drittel bleiben erstmal erhalten. Dann u und der Exponent von u wird um 1 erhöht, sagt die Regel. Das heißt, dieser Exponent hier wird um 1 erhöht. Minus 1 halb plus 1 ist aber plus 1 halb. Außerdem kommt der Exponent, den wir hier haben, als Kehrwert nach vorne nach dieser Regel. Das heißt, der Kehrwert von 1 halb ist 2 und deswegen kommt dann ein 2 hin. Plus c. So, dann können wir das entsprechend einmal zusammenfassen. 2 Drittel mal 2 sind offensichtlich 4 Drittel. Wir können rücksubstituieren das u durch 1 plus x hoch 3. Also da haben wir 1 plus x hoch 3. Das hoch 1 halb können wir wieder als Wurzel schreiben. Und das plus c bleibt einfach erhalten. Und damit haben wir das Integral bestimmt mit Hilfe der Substitutionsregel.